So, Rodriguez ist Film und jetzt kommt das. Rodriguez ist doch eigentlich Onkel. Nee, der Kameramann ist immer Rodriguez. Ach, oh, ich kenne die ganze Blase noch nicht. Oh. Jetzt kommt das lange und oft gewünschte Literaturreview von Harold zum Maschdener mit Harold zum Maschdener. Hier habe ich eine Kiste von Büchern, die ihr mir geschickt habt und die ich für aufhebenswert hielt. Bis auf dieses hier. Was war das aber trotzdem? Einmal kurz zeigen. Das ist italienisch. Ach, das ist für Nino und das macht mich wütend. Ach ja, stimmt. Ja, ja gut. Okay. Ich gebe es einfach mal durch und der gute Mann äußert seine Gedanken zu diesen Machwerken. Ich weiß nicht, ich dachte mir die ganze Zeit, also, ja, wir bringen es einfach. Also, eine gute Idee, seinen Penis hier durchzupfeffern, um natürlich ein Bild fertigzustellen. Ne? Brüssel, Elefant. Dann haben wir Pop. Wieso denn eigentlich Popcorn? Ne? Da kommt ein Wurm aus Popcorn. Es ist das macht man doch im Kino so. Du machst im Kino, das ist ein alter Trick, im Kino machst du, wenn du ein Date hast, einfach ein Loch unten rein, steckst dein steifes Glied durch und dann greift sie irgendwann rein und hat es in der Hand. Habe ich noch nicht erlebt. Probier's aus. Aber warum soll der steif sein einfach so? Na, damit er dann auch durch die Tüte ragt. Ja, aber du kannst doch nicht sagen, kannst du jetzt sagen, ich will, dass mein Penis steif ist. Jetzt sofort. Nein, da musst du schon ein bisschen was machen. Ja. Aber kommt doch, was das für ein Film ist. Cool wäre, im Pornokino, also in so einem Swinger-Pornokino reinzugehen und Popcorn mit zu haben, das dann nachzuspielen. Alle so, die da rumficken, was ist denn hier? Voll blöd. Überhaupt Popcorn zu essen? Ich war noch nie drin, also wie. Ach so, ja, das ist sehr ekelhaft. Also ich war. Ja, ich war da oft mit irgendwelchen Frauen drin. Und das Problem ist, da sind ja zu 90% nur Männer. Geifernde, notgeile, gierige Männer, fette Männer, ekelhafte Männer. Und dann bist du mit deiner Frau da, möchtest du irgendwie so, ach guck mal, ist doch cool, so ein bisschen offener zu sein, swingermäßig und was auch immer, ich zeig dir die Welt. Und dann kommst du da rein und überall so, und dann kommst du da hin, bist in der ersten Reihe und dann kommen die auch immer, die lösen sich von ihren Sitzen, wenn du mit einer Frau bist und gucken dann immer so. Also die versuchen wirklich Nahkontakt zu haben. Du musst die eigentlich wegprügeln, damit du überhaupt... Wir sind dann gegangen. Also es, aber das kommt sehr oft vor. Auch im Swingerclub. Wenn du dann... Da gibt es ja Motto-Partys, also dass man sagt, da sind nur Paare willkommen. Das ist das Beste. Ansonsten sind da nur Typen. Und wenn man da... Naja, gut. Es geht ja um Literatur. Ja, ist das Literatur? Nein. Das ist... für irgendwelche Erwachsenen, die sehr, sehr hängen geblieben sind und denken, sie sind lustig, wenn sie im Penis da durchhängen. Also, ich finde die Idee auch nicht so cool, ne? Also, wäre das mit dem Arschloch gewesen, was ja gar nicht geht, ne? Also, wie wenn man das an den Arsch klemmt und dann guckt die Rosette durch, ne? Das aussieht so, ja. So ist das schön. Oh Mann. Ja, ich würde mal gerne wissen, ob jemand das Buch genutzt hat und es die Fotos davon auf irgendeiner Plattform gibt. Wie jemand jedes Stimmt. Einzelne benutzt hat. Wenn jemand etwas weiß, bitte nicht posten hier drunter. Ja, also das Beste, was ich am besten finde, er sieht aus wie der kleine Prinz. Der kleine Prinz. Alter, ja. Hat auch so einen Mantel. Ist derselbe Guck. Zeichner, der muss schon drüber bleiben. Ja, bitte. Und natürlich, aber es ist ein Bilderbuch für Erwachsene und. Es wurde mir 7-mal geschickt. Dann kriegt es auch eine Bewertung von 1 bis 10, eine 7. Okay. Aber auch nur, weil es 7 mal da ist, sonst hätte es eine einer Bewertung gehabt. Wobei hier du hast auch die verrücktesten Sachen hier. Das wurde, glaube ich, aus der Bibliothek gestohlen. Ja, nee, aus Momox. Momox ist ein, da schickt man Bücher hin und je nachdem, die sagen dann, das Buch ist noch 1 Euro wert und dann kriegst du eben 1 Euro von Momox versandt und kannst bei Amazon und überall solche Bücher wieder kaufen. Das heißt, hier... Das hat jemand eingeschickt. Hier steckte schon mal ein Schwanz irgendwo drin. Hundertprozentig. Ich riech mal, wo der genau war. Kleiner Prinz. Alles klar. Das hat jemand eingeschickt. Nee, das hat jemand... Das Penistheater ging durch mehrere Hände und Schwänze. Warte. Und mehrere Schwänze gingen durchs Penistheater. Mhm. Alter, ist das krank. Ich hab gar nicht, wie groß war das eben, aber es war normal groß, ne? Schon ein dicker Kolben. Ja. Also, ich kenne ja diesen Harold zum Maschdener, zwangsweise, vielleicht bin ich der auch,
Aber wenn ein Buch nur auf einer Seite Zeichnung hat, ist es schon mal nicht gut. Die Seiten sind viel zu dünn. Das heißt, wenn du hier malst, drückt das sogar noch auf das andere Bild rüber. Ja, das stimmt. Also wenn du Buntstifte nimmst, wird es noch gehen. Aber wenn du Filzstifte nimmst, ist das ziemlich blöd. Also es ist ein Malbuch, kann ich nicht viel drüber sagen. Prinzessinnen sind cool, kackende Prinzessin, hahaha. Ha, ha. das schätze ich nicht. Das ja, ist, ja, also kackende. Ich habe auch viele verrückte Sachen gemacht, aber. Ja. Ist der Anteil dieses Codes zu klein, weil einfach immer nur so ein kleiner Haufen. Ja gut, das ist so ein paar Kötel. Ja, es ist schon witzig. Eigentlich ist es witzig. Ja, aber es wird nicht ein einziges Mal so eine kackende Haltung eingenommen. Also das fehlt mir ein bisschen so. Erstmal das. Das ist zum Beispiel, wahrscheinlich ist das Beste, ne? Weil sie ist stolz und sie zeigt ja auch, im Hintergrund ist ihr großer Haufen. Das ist der größte Haufen wahrscheinlich. Wir gucken mal, was ist der größte Haufen hier? Mhm. Hier soll das Schloss wohl der Haufen sein. Ach nee, sie hat eine Kotspur hinter sich. Jo, passt sehr gut. Die Kotspur hinter sich hergeführt. Naja. Geht schnell. Und wir sind bei Tiere beim Kacken, was ja eigentlich gut ist. Wenn man jetzt guckt, was ist der Verlag eigentlich, weil ich sehe schon, das ist eine eigene Amigos, 27 Amigos Verlag. 27 ja. Amigos Verlag. Kennst du die Amigos? Die immer so hier so. Die kenne ich auch, ja, ja. 27 davon, ja, ja. Stell dir das mal vor. Oha. Die haben das verlegt. Es sind einfach nur Hunde. Ist das Tiere beim Kacken? Ah, nee, doch nie. Aber größtenteils Hunde. Ja, fast alles Hunde. Oh, Junge. Ja, das ist schön, weil es im Flug ist. Kann man das sein, ja, ne? Kackende Tiere. Ich meinte auch letztens zu Infozirico, da hat am Ende eine kackende Katze noch mit drin gehabt in irgendeinem Video, dass das wirklich gut war. Wirklich gut. Ja, ist auch nur ein Bilderbuch, ne? Kackende Tiere. So, vielleicht auch wirklich auf dem Klo liegen haben. Und einer guckt es an und sagt, dann kommt er zurück zur Feier. Ich habe gesehen, Tiere beim Kacken. Och, da war ein Dackel. Och, nö. Das ist sympathisch. Das ist wieder, ne? Der Hund von Welt liest Zeitung dabei. Naja, gut, ja. Aber wo sind seine kleinen Beinchen? Die hängen in der Schüssel. Der sitzt in der Schüssel. Och, nein, bestimmt. Na klar, wenn du drüber nachdenkst, sitzt du in der Schüssel. Ja, also fürs Klo, super. Ja, das Buch. Deutsche Mann-Edition in Variation, Fotobildband, eine Woche titten. Von Logan Banner. Einer der besten, den kenne ich sogar persönlich. Der macht sehr, sehr gute Fotosachen, Fotoreportagen und so weiter. Gibt von ihm auch die große Fotoschule. Kostet ein bisschen was, aber lohnt sich. Haben wir... sehr viele Fotos. Mir fallen gerade die Tattoo-Ähnlichkeiten auf. Und hier ist so eine Katze. Was? Wieso ist hier eine Katze? Und hier eine Frau. Andere, na egal. Aber hier sind sehr, kann man das zeigen? Selbstverständlich, sind mehrere Oberkörper. Guter Mensch. Hier hinten auch, der Wäschekorb, was so zeigt, das ist real, das ist live, das ist echt. Guter Mann. Mir fällt das jetzt gerade wirklich zum ersten Mal auf. Ich weiß mir. Ja, das bitte. Ja. Das darf man nicht. Nee, weil man das Genital fast sieht. Ja, ja, ja. Aber ich hab ein Bier eigentlich da in der Nähe. Also der Mensch. Ja, ja, ja. Mir ist das gerade wirklich. Das ist legitim. Mir ist gerade wirklich zum ersten Mal aufgefallen, dass ich. Ja, ich glaube, weil. Ja. Aber es ist ein Fotobildband. Das ist ja gebunden. Natürlich. Ich lese kurz vor, was hinten drauf steht. Logan Banner. Also von Wolverine, Logan, der Vorname, und Banner. Bruce Banner. Genau, richtig. Wurde 1962 in Texas geboren und studierte an der Hochschule der Künste in Berlin visuelle Kommunikation. Zunächst arbeitete er freiberuflich für ein Boxstudio als Trimmlichtpartner. Heute ist er vorwiegend als Fotograf tätig und als Dozent an der Fotoakademie in Hamburg. Er hat 100 Bildbände gemacht. Wirklich? 2, 3, okay. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich wollte kurz sagen. Ja. Deutsche Mann-Edition. Ja, es gibt so viele Frauensachen. Warum denn nicht eine deutsche Mann-Edition? Nee, zweifellos. Das ist auch wieder so, ne? Also man sieht schon, der Verlag ist kein Verlag. Es wird ein Selbstverlag sein. Erich Seibold fand es lustig. Ist auch okay. Wir gucken mal kurz rein.
Erstmal, welcher Verlag ist das? Ist immer richtig? Keiner. Ach da. Erich Seibold Selbstverlag. Weil Verlag BRD, DDR, GmbH, das wird er wohl selber. Lektorat, Tommy de Misere. Ja, okay, alles klar. Paraguay, okay. Ach ja, Paraguay. Ich weiß, wahrscheinlich steht hier vorne, sie will abhauen nach Paraguay. Naja, ich kenne jemanden, der abgehauen ist nach Paraguay. Hypnosetherapeut, der alle Leute abgezockt hat. Guter Mann. Guter Mann, sehr guter Mann. Wir lesen mal ein Zitat vor. Syrien ist ja direktes Nachbarland des Schengen-Raums. Ach ja, es geht darum. Okay, und dann schreibt er eben immer sehr viele Sachen darüber, dass es eben nicht so ist. Sind das ja wirklich Zitate von Frau Merkel? Ja, ja, das kenne ich auch. Also Syrien ist ja direktes Nachbarland des Schengen-Raums. Ist zum Beispiel ein Zitat. Das oder, ist aber nicht wahr. Gut, ja. Ja. Oder vor lauter Globalisierung und Computerisierung dürfen die schönen Dinge des Lebens wie Kartoffeln oder Eintopf kochen nicht zu kurz kommen. Das hat die Merkel gesagt? Ja. Scheiße, Mann. Wirklich? Hier soll Berlin sein, oder? Oder? Hä? Als eine Schülerin ihr dann zeigt, wo Berlin wirklich liegt, meint Frau Merkel leicht verunsichert, da ist Berlin, oh, und was ist denn das hier? Okay, das klingt ja nach Annalena Baerbock. So ähnlich, ne? So ein bisschen. So kenne ich so die Bilder von Merkel gar nicht. Nee. Aber sie sieht so schlau darauf aus. Ja. Ja, ist eine lustige Sache, kann man machen, ne? Aber ist natürlich nichts wert, wirklich. Also keine Info geht wirklich in einen über. Er sammelt ja nur die irrwitzigsten Zitate. Mhm. Und aber jeder weiß von uns normalen Menschen, dass es ja Quatsch ist. So. Ist es das? Ja, ich wäre. Sehr gutes Buch. Also, letztens hat gerade jemand geschrieben, dass er das gekauft hat und enttäuscht war und mich hasst. Stimmt. Aber eine kleine Anekdote dazu. Ein Museum aus Leipzig oder Berlin hat angefragt wegen dem Buch, weil die so ein Museum haben, halt, um zu zeigen, wie war es in der DDR, und wollten wirklich von mir Infos haben, wie das jetzt nun war mit den Tätowierten im Gefängnis der DDR. Das ist natürlich alles nur ausgedacht, ne? Also Herr Zumaschiner denkt sich ja viele schöne Sachen aus, die höchstwahrscheinlich zu 99% auch so waren. Also, es sind Tätowierungen hier drin, auch als Vorlage für andere neue Tätowierer, die alte Styles wieder aufleben lassen wollen. Da haben wir zum Beispiel, nehmen wir mal einfach was gleich ins Auge steht, das steckt alles nicht ins Auge. Hier, einfach für Fußfetischliebhaber. Ne, einfach so, das ist ein Zeichen auch der Erkennung. Einfach Füße. Man muss die gar nicht so grazil zeigen, sondern es reicht so. Daneben die geflügelte Schlange mit Sonnenbrille zeigt die Sehnsucht nach einer Ausreise aus dem kommunistischen Staatsgebiet. Ach. Ja, 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 ja. Also sehr, sehr schön. Ja. Aber würde ich nicht kaufen. Nicht kaufen. Für Leute, die nicht in der DDR gelebt haben, ist das eine schöne Geschichte. Aber es ist natürlich immer, Herold Zumosch, macht ja auch Bücher, die Leuten aufzeigen, das ist Quatsch, woran ich gerade glaube. Wenn ich in die Richtung gehe und stoße dann auf so ein Buch, ob es jetzt UFOs sind, wobei ich daran glaube. Aber manche Sachen so wie Hellseherei und so weiter sind ja Quatsch. Oder Nostradamus mit seinem Affen und was es da nicht alles gibt. Das ist einfach so, weißt du, man kauft dann was, das ist auch sehr teuer, die Bücher, und dann kommt das an und man denkt, verarscht worden. Und das sehr gerne. Ich liebe die Amazon-Kommentare unter meinen Büchern. Also bitte, schlechte Kommentare, juhu. Ich habe auch einen, kann man das erzählen? Ich weiß gar nicht. Ich habe für Flüchtlinge, alles gut, ein Buch, ein Willkommensbuch. Das habe ich hier auch irgendwo. Ja? Das könnte hier dazwischen liegen. Hast du das wirklich da rein? Das wahrscheinlich, oder? Nee, das sind die Schnittmuster. Das habe ich aber hier auch. Aber da in ihrer Sprache auf Arabisch begrüße ich sie in unserem Land und sag einfach nur, was hier wichtig ist und was toll ist. Oh, was hier zweimal? Das habe ich immer zweimal. Oha. Ich verlose hiermit dieses Buch. Oh, das ist gut. Das hat auch jemandem sehr gefallen, der wirklich schwer depressiv ist. Ja, wirklich? Von meinen Freunden, ja, ja. Das ist, wollten wir ihm was schenken, was haben wir da? Wer denn? Seid? Nee, den kennst du. In Pfotzendarm? Nee, den kennt man nicht. Flötenmann? Den kennt man wirklich nicht. Superfahrer? Die sind vielleicht alle depressiv. Magerer Barkeeper? Den ich meine, kennt man nicht, Mensch. Das wäre alle.
Oh, hier ist Penistheater zweimal übrigens. Ja. Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Ist es auch so mit einer halben Stunde? Ja, müssen wir uns beeilen? Du musst gar nichts. Ja, also bitte. Umso mehr du. Aber, ja, gut, aber. Ne, also das Refugee-Buch, da haben sie die Kommentare bei Amazon halt auf stillgelegt. Also da kann keiner mehr was zu schreiben. Was ich gar, also da steht nichts Blödes da drin. Ne? Also wenn jemand hier ist und der will sich einbringen und in unsere Kultur eintauchen und drin bleiben, also unter Wasser bleiben, ist doch alles schön. Wenn der sich hier einbringt und unsere Werte annimmt, juhu, freue ich mich. Das und darum geht es in dem Buch. Ne? Also, es geht wirklich um nichts Schlimmes oder Blödes. Das war ein gutes Buch, das stimmt. Mensch, wo ist denn das? Hey. Ja, hier, ich hab's. Verdammt nochmal. Achso, dann muss ich hier drauf drücken. Jo. Oh, ich kann auch bald einen YouTube-Kanal leiten. Guck, ich kann das. Das Begrüßungsbuch für Flüchtlinge. Das wurde übrigens auch sehr oft verkauft. Ne? Ich denke manchmal, wenn ich dann gucke, wie sind die Verkaufszahlen der Bücher, denke ich, Gott, oh Gott, wieso denn das? Warum? Ne? Also, ich verdiene daran gar nichts. Also, ich habe mir noch nie was auszahlen lassen von dem, was Mosch den da gemacht hat. Also, ne, das bringt mir keinen Pfennig, wenn ihr das kauft. Aber lustig ist es, wenn ihr Leute verarschen wollt. Also, wenn man zum Beispiel einen Menschen hat, der immer jammert. Warum schickt man dem das denn nicht, ne? Ja, zweifellos. Auf jeden Fall, das ich fand, das fand ich sehr gut. Also, das Expositionstraining für Depressive kann ich wirklich ernsthaft empfehlen. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Da steht doch die Wahrheit drin. Also, jedes Einzelne, was da steht, ist die Wahrheit. Ach ja, stimmt. Ja. Ja, ist ja wirklich so, genau. Ja, stimmt, so war das. Guten Tag, du. Ekelhaftes Schwein. Und man kann dann auf der anderen Seite eben sein Gefühl und alles andere eben aufschreiben. Was fühlt man dabei? Woran erinnert man sich? Und eigentlich kommt man wirklich dadurch zur Erkenntnis, wo kommt das eigentlich her? Warum bin ich depressiv? Was macht mich fertig im Leben? Ne? Also eigentlich kann man alle Bücher in Wirklichkeit auch nutzen, wenn man sich darauf einlässt. Am Anfang ist es ein Gag, ne? Zum Beispiel mit dem viele tolle Schnittmuster. Da kann man das Buch zerschneiden, wie man möchte. Hast du es auch? Genau. Also hier kann man es direkt in der Mitte zerschneiden. Also wenn man einfach Spaß am Schneiden hat. Ne? Also es gibt ja auch Borderliner. Ne? Die Henry! Nee, aber warum denn nicht einfach hier das auslassen. Das wäre besser, ja. Also null, Henry. Ich habe recht. Tiberius, ja. Ja, und hier kann man sogar eine Kugel ausschneiden. Was sehr schwierig ist, weil man muss mit der. Egal. Ja. Ich lese mal vor, was da drauf steht. Harold Moschdener ist Schneider mit Herz, Niere, Blut und Zwirn. Seinen Konfirmationsanzug schneiderte er selbst und auch das Grabtuch für seine Großmutter. Egal, was Harold zu Moschdener in den letzten Jahren designt hat, es wurde ein Renner. Nicht nur die amerikanischen Modehäuser BKH, Ulschko und Flirter verkaufen seine Mode. Auch Capstar aus Barcelona wird von ihnen geliefert. Wird von ihnen beliefert. Fehler drin. Stimmt. Weg damit. Ekelhaft. Das dazu. Ich will ja auch gar nicht so die Moschdener. Das ist einfach, Moschdener ist cool, braucht man gar nicht verkaufen. Also, das bleibt für immer. Das ist wahre Kunst. Warum? Weil wie lange ich diese Bücher schon bekommen habe, das ist... Ja, ne, hast du auch gesehen. Jahrelang! Seit 2016 oder ja, so. Ja, ja. Und Knossi hat ja auch mal angerufen bei dem Verlag, hat sich aber verwählt und hat eine Zeitarbeitsfirma angerufen, Randstadt oder so, und hat denen auf den Anrufbeantworter gesprochen. Ja, was sollen diese ganzen Bücher? Und wollte mich unbedingt sprechen, aber ich wollte mit ihm jetzt nicht, weißt du, so im Stream sprechen, weil ich habe davon ja gar nichts. Die Bücher schickt. Ja, was soll ich da sagen? Ich wurde angeschrieben überall von seinen Kumpanen. Echt? Ja. Krass. Also sie haben so viel geschickt, oder? Er hat einige Bücher zu Hause. Auch hat er mit seiner Freundin schon, oder mit seiner damaligen Freundin gelesen, mit seiner Mutter und ja. Du warst erst zweite Instanz. Ich habe ihm schon früher. Ach so? Ja. Noch früher? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Ich glaube, durch ihn bin ich auf Auspackvideos gekommen und dann auf dich. Aber wahrscheinlich sagt meine Frau nachher was anderes. Also, der packt ja kaum aus. Ja, aber er hätte eigentlich jetzt auch viele Bücher noch seit einem Jahr wahrscheinlich in der Paketfluthalle, die er da hat. Ja, Essighandbuch. Natürlich geschickt, weil es wichtig war, weil viel Essig da war. Du hast davon auch mehrere, glaube ich. Wie viele hast du davon? Fünf? Das ja. Ja. Die sind alle beim Vieh. Ist doch gut. Also Essig ist ja auch eine gute Sache zum Reinigen und so. Wahrscheinlich gibt es auch viel, viel mehr Sachen, die man machen kann. Also, hast du irgendwas davon gemacht?
Mit Essig. Das Einzige, was ich mit Essig mache, ist wirklich meinen Eintopf etwas würzen. Das ist. Und dann Sülze esse ich gerne mit Essig. Oh Gott, Sülze. Sülze mit Essig. Ja, du isst ganz viel verrückte Sachen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Keines ist ein Handbuch. Ist, ein dickes Buch. Keine, es geht daran um Essig. Es ist keine Literatur, es ist ja ein Ratgeber. Ne? Für mich ist das eher. Ja. Gesichtsreinigung mit purem Apfelessig. Aber ich kannte mal einen. Der, echt jetzt? Ja, stand da. Aber ich kenne einen, wir haben gerade über den Typen in Paraguay geredet, oder dass ich da jemanden kenne, und der war Hypnosetherapeut, aber auch so Tarotkarten legen und so richtig esoterisch. Eigentlich, glaube ich, ist Moschstehen entstanden, weil ich den mal irgendwann kennengelernt habe. Und der hat immer mit Essig gegurgelt morgens und meinte, wenn er damit gurgelt, dann gehen alle Giftstoffe des Körpers heraus, und wenn jetzt jemand anders den Essig, den er herausspuckt danach, trinken würde, wäre er tot. Das hat er mir damals alles erzählt und ich dachte, ich habe es geglaubt. Nein. Du hast aber schöne Bücher zusammengesucht, ne? Die habe ich nicht zusammengesucht. Das ist wirklich die Kiste von den letzten Büchern, die mir geschickt wurden. Okay, der Spruch. Ne? In abgewandelter Form. Okay. Der Einband gefällt mir, weil er so schön schwarz ist, aber auch wieder Eigenverlag. Ach. Ja, solche Bücher habe ich auch gemacht. Ne? Also, es gibt von mir einen. Aber was ist der Zweck? Steht hier gar nichts drin. Ach so, na, das ist ja noch schlechter. Das ist ja eigentlich nur ein Notizblock. Ach so. Glaube ich. Ja. Also, aber mit einer ISBN-Nummer, also als Buch deklariert. Echt? Ja, klar. Sonst wäre keine ISBN-Nummer. Krass. So glaube ich. Jeder mag mich gerne entschärfen in den Kommentaren. Aber bei mir ging es darum, Grabbeigabebuch, also dass man jemanden, den man geliebt hat, noch ein paar Zeilen hinterlässt und das Buch dann in den Sarg reinschmeißt. Sieht zwar verrückt aus für alle Leute, die dabei sind, aber ja, das macht keinen Sinn, ne? Das ist wirklich sinnlos. Also, ja. Ist halt wirklich nur ein Notizbuch und das ist halt, warum auch immer. Und warum steht da nichts drin? Da steht ja gar nichts drin. Aber hast du ein Notizbuch überhaupt? Ja. Also wenn du so ein Blog. Aber wenn du Ideen hast, wo schreibst du die hin? Das liegt drin. Das ist ein Blog. Wirklich? Ja. Also aber im Handy oder? Nee, immer Blog. Papier. Auch Songtexte immer Papier, das geht gar nicht. Im Handy. Auch wieder magerer Verlag. Die Antwort von Rainer Winkler. Von echten Rainer Winkler? Drachenlord ist Rainer Winkler. Ne? Manchmal vertausche ich das. Ist das wirklich von ihm? Das Buch hat er geschrieben. Ja. Aber irgendwie, wenn ich das jetzt nicht falsch im Kopf habe, wurde das sozusagen geleakt. Und das hat einfach jemand anderes... Er ist nicht gesichert. Ja, ja. Also das, wenn du das kaufst, verdient er daran nichts, soweit ich das jetzt im Kopf habe. Also das ist herrlich. Okay, wir einfach mal reingehen. Ihre Lust war fast unersättlich. Nach einer Weile, Fehler schon drin, sagte er, wie lange wird deine Freundin brauchen? Sie regte sich und er legte sich neben sie, nachdem er sie nochmal geküsst hatte. Ich denke, Fehler, sie musste bald kommen. Fehler, sie wohnt von hier aus gesehen etwas weiter weg als ich. Fehler, wir sollten noch kurz liegen, bleichen. Das ist unkorrigiert. Das ist das Original, unkorrigiert. Das ist es wirklich? Ja. Ne? Also... Hä? Das tut weh. Aber gut, okay, man kennt ihn ja, ne? Und natürlich, also das ist ja so, sogar sympathisch eigentlich, weil er ja so ist, wie er ist. Der würde niemals daran denken, noch ein Lektorat aufzusuchen. Oh Gottes Willen. Ne? Aber das wäre so schlimm für ein Lektorat, das durchzugehen. Du kannst ein Trinkspiel machen und das komplett durchliest für jeden Fehler einen Shot. Das überlebt niemand. Nee. Vier Onkels verloren. Aber das soll er ja sein, ne? Ja, das hat aber irgendjemand anders gemalt. Das war natürlich nicht das Cover, was er dachte. Aber was ist das? Hat er so eine Frau? Nein. Nee, das sind die Frauen, darum geht's ja. Von er träumt? Ja. Okay. Er schreibt das so seine Gedanken in sexueller Natur. Aber hat er Freundinnen gehabt oder Frauen? Ja. Natürlich aus Gründen, die jetzt nicht unbedingt schön sind. So. Nee. Ich sag mal, es gibt doch viele kaputte auf der Welt. Ach so, oh. Sonst wäre ich doch noch jung. Ja, Enrico, hast recht. Hast du mal mit ihm telefoniert oder irgendwas? Mit dem Mann, ja. Ja? Selbstverständlich. Oh, Du kannst ja? das hat eine halbe Million Aufrufe, wo wir mal zusammen bei YouNow gestreamt haben. Ja, das so. Da steht zwar Versus Drachenlord, wobei das eigentlich Quatsch ist. Da haben irgendwelche Leute Sachen reingeschrieben und dann so ein bisschen gegeneinander aufgehetzt, bis es dann zum gemeinsamen Stream kam bei YouNow und der hat einfach eine halbe Stunde mich beschimpft, so gefühlt. Ich habe es mir einfach angehört.
Verrückt. Für mich war das ein Flash und ja, gleichzeitig irgendwie trotzdem interessant. Viele Leute, die haben da irgendwie erwartet, dass ich den jetzt dumm mache und besiege, bla bla, aber war nicht meine Absicht. Nein. Also, ich finde es trotzdem interessant. Er zerlegt sich halt in der halben Stunde die ganze Zeit selbst. Ja, ja, so kommt er rüber. Also, aber ist ja trotzdem... Ich sollte ihn gesehen haben. Also. Ja. Wichtig ist natürlich jetzt als Witz eingepackt worden, aber für die Zielgruppe ist Conny wirklich wichtig. Also, mach weiter, ich höre mal. Ja. Du hast noch mehr davon wahrscheinlich. Nee. Okay. Auf jeden Fall ist das eben gut. Also es sind ja einfache Geschichten und bringen den Kindern einfach mehrere Sachen bei. Wie man aufs Töpfchen geht, wie man vom Schnuller los wird und so weiter. Ja, also, ja, habe ich schon mal eine Story gesehen. Ich komme gleich dazu. Mhm. Aber ja, also eine schöne Sache für kleine Kinder, für Erwachsene. Nur zur Belustigung natürlich da. Erinnert mich von der Zeichnung immer an Caillou und so weiter, weil das sind auch solche runden Köpfe. Caillou ist jetzt überwachsen geworden. Das ist ja nur mein Ritter. Ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. Ja, das ist gut, ne? Ja. Kann ich nichts gegen sagen. Super Empfehlung, wenn du ein Kind hast. Ja. Dann kommen wir in die Neuzeit. Hier geht es ja darum, wie geht man aufs Töpfchen, wie streitet man sich, wie versöhnt man sich, was sind die normalen sozialen Sachen, die man drauf haben muss. Und jetzt geht es natürlich darum, Corona. Abstand halten. Die Regeln. Wahrscheinlich ist da alles drin. Es wird bestimmt auch ein bisschen Angst gemacht, damit das Kind sich dran hält. Oder wird da Angst gemacht? Bestimmt. Naja, wir haben es mal durchgelesen. Ja, ist das Virus vielleicht schon zu mir gesurft? Okay, die Ungewissheit, ob es passiert ist, könnte sein. Auch, dass Mama und ich es haben. Oder schon hatten. Einige Menschen merken das gar nicht an. Das gar nicht. Andere haben nur Husten, fühlen sich ein bisschen krank und haben vielleicht etwas Fieber. Ja, und dann erzählen die natürlich, dass auch Leute daran sterben und so weiter. Kinder werden verunsichert. Ganz, ganz, ganz schlimm, ne? Meine Meinung von Corona kann ich hier nicht wiedergeben. Oh, das ist so zweit, genau. Du kannst dir sagen, was du willst. Okay. Aber nee. Nein. Wir sind uns hier, glaube ich, alle einig. Ja. Also, ich habe ja ein Kind und ich werde es nicht impfen lassen. Und da muss schon sehr viel passieren. Und mit passieren meine ich nicht irgendwelche Fernsehsachen, die da kommen und sagen, oh, jetzt sieht es aber schlimm aus. Und irgendwann später merkt man dann auch, dass fingierte Zahlen eigentlich weitergegeben wurden. Ne? Also jetzt war doch gerade irgend sowas, wo die Krankenhausbetten gar nicht belegt waren, wo es einfach nur weitergegeben wurde. Das wurde ja schon wieder vergessen. Die Leute haben schon wieder vergessen. Nee, es wurde erstmal vergessen und es wurde nicht wieder hochgeholt. Ne? Also jetzt ist ja die... Und dieser Coronavirus ist ja ein ganz normaler Virus, der ganz normale Sachen macht. Es gibt ja viele Coronaviren. Und der ist eben ab September am Start. Ende September, Oktober. Ich warte die ganze Zeit. Es wird mal Zeit, dass der wiederkommt. Und ich glaube... Der ist gerade Urlaub machen. Ja. Aber weißt du, September, Oktober und dann bis März so ungefähr ist immer die Hochzeit für alle Grippeviren. Ne? Hm. Und auch für Corona. Oh, aua. Also ich möchte mich gerne anstecken lassen. Wenn du Corona hast, bitte einfach hier in die Kommentare schreiben. Dann treffen wir uns. Aber nur, wenn du eine Frau bist. Und ich muss mit meiner Frau noch ein bisschen sprechen, ob das klar geht. Aber dann nehme ich gerne Corona mal an und ich glaube, ich überlebe. Wir haben noch 1,5 Minuten. Hm. Oh Gott, oder? Ja, okay. Du schaffst es. Ich schaffe es, okay. Tiberius, war gut im Video. Tiberius hat ja gesagt, Hühner. Ah, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Oh, alles klar. Das war nur ein Notizbuch. Ach, alles klar. Reinfried Pohl, ja. Ich glaube, es ist ein guter Mann. Ich glaube gar nicht, dass er so... Der hat ein ganzes Buch geschrieben. Im richtigen Verlag. Es ist ein guter Mann, der hat ein ganzes Buch geschrieben. Ja, aber im richtigen Verlag. Ne? Also im Hoffmann und Campe. Hoffmann und Campe ist ein richtiger Verlag. Sicher kein leichter Abschied für einen jungen Menschen. Nein, gewiss nicht. Mitnehmen durften wir höchstens 30 Kilo Gepäck. Kennen wir? Fotos rechtssicher nutzen im Internet. Häusliche Gewalt, Trauma und Prävention von Albrecht von Bülow. Guck mal, das ist auch im gleichen Verlag BOD, damit man einfach, ich bin ja im BOD-Verlag und da kann man einfach verlegen, was man möchte und kann die Marge des Buches auch selbst einstellen. Bedeutet, man kriegt sehr viel Geld für ein Buch. Aber ich verdiene trotzdem nichts. Das muss man mal überlegen. Momox ging durch viele Hände. Missbrauch. Oh bitte, wie endet denn dieses Video? Häusliche Gewalt, Missbrauch. Da Vinci Code auf Englisch, ja.
Die Filme sind blöd, das Buch ist eigentlich gut. DDV, hier, drei ausgestopfte Eulen, sehr gut. DDV ist ja ein alter DDR-Verlag. Nee,